Moinsen Leute, ich habe vor 2 Wochen mit der lieben Jacqueline, die ich jetzt auch wieder hier habe, Fensterbilder gemacht. Und da haben mich einige darauf angesprochen, welches Equipment habe ich benutzt, wie habe ich das gemacht und so weiter. Und da das ganz einfach ist, tue ich das kurz aus der Hand mal für euch heute mit der Jacqueline aufnehmen. So, was brauchen wir für Fensterbilder? Das Wichtigste natürlich eine Kamera. Zum Beispiel eine 5D Mark III von Canon, wie ich sie benutze. Mit dem 35mm Objektiv von Sigma und dem 50mm Objektiv von Sigma. Ist super für Innenräume geeignet, da man normalerweise in der Wohnung nicht so viel Platz hat und deshalb eher mit kürzeren Brennweiten arbeiten muss. Das sind die beiden Objektive noch super dafür. Wer in einem Schloss wohnt, kann natürlich auch gerne mit 85 oder 200mm fotografieren, gar kein Problem. Was wir noch brauchen, ist ein Diffusor. Weiß ein Diffusor, den man vor das Fenster spannen kann, einfach um das Licht weicher zu machen. Das zeige ich euch aber nachher. Und was wir natürlich noch brauchen, ist ein Model. Zum Beispiel die wunderschöne Jacqueline. Neben dem Equipment, was ihr wie gesehen habt, ja überhaupt nicht viel ist, müsst ihr bei Fensterbildern eigentlich Folgendes beachten. Durch die Fenster, gerade mittags im Sommer, knallt normalerweise die Sonne durch. Und es gibt auf dem Model immer richtig eklige, harte Schatten. Damit wollen wir nicht arbeiten. Dagegen gibt es aber eine ganz leichte Abhilfe, einen super guten Trick. Ihr kauft euch für, ich glaube, die kostet 20, 30 Euro auf eBay oder Amazon, verlinke ich euch auf jeden Fall, einen Diffusor. Und dieser Diffusor, den packe ich gleich aus und den stellt ihr vors Fenster. Und der macht dieses ganze Licht, was da reinknallt, ganz weich und ihr bekommt ein richtig tolles Licht, ähnlich wie einer Softbox, weil es nicht gerichtet aus einer Richtung vom Fenster nur reinfällt und nicht irgendwie von jeder Seite. Das Tolle auch bei Fensterbildern ist, ihr könnt es nicht ziemlich gut kontrollieren. Denn außen ist hell in der Regel und im Innenraum dunkler. Das bedeutet, ihr habt ein helles Licht direkt am Model. Das Model wird toll aufgehellt, aber im Hintergrund habt ihr dunkel. Also der Blick wird quasi direkt aufs Model gelenkt dadurch. Eine weitere tolle Sache bei Wohnungen ist einfach, dass ihr die Möglichkeit habt, wie jetzt bei mir zum Beispiel, hier die Fenster, die den Hintergrund aufhellen. Die könnt ihr einfach die Rollläden runter machen und somit sogar das Hintergrundlicht regulieren. Und weil ich glaube, das ganz lustig werden könnte, packt jetzt die Jacqueline den Diffusor aus. Außerdem sieht sie dabei viel besser aus wie ich. So. Das ist ein ganz normaler weißer Diffusor zum Durchlichten. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung hier. Man weiß ja nie, was passiert. Kann das einfach schnalzen? Ja, ja, einfach aufmachen. So, Jacqueline ist weg. Ach, da ist sie ja wieder. Und die Jacqueline zeigt euch jetzt, wie man professionell den Diffusor ans Fenster stellt. Jacqueline, bitte stell den Diffusor jetzt ans Fenster. Wow, die Frau hat es einfach drauf. Ein Talent. So, der Diffusor hat, ich glaube, 1,5 Meter auf 2 Meter. Und ihr seht schon, den kann man wunderbar direkt selbst vor so große Fenster wie hier stellen. Das Model sucht gerade Vögel. Okay. So, wie ihr sehen könnt, der Diffusor bedeckt die komplette Scheibe und jetzt kommt ein ganz weiches Licht von dem Diffusor aufs Model. Model steht hier. Jacqueline, komm mal her bitte. So, und ihr seht schon, sie hat ein ganz weiches Licht im Gesicht, sie ist super ausgeleuchtet. Ich mache jetzt den Hintergrund, noch ein paar Rollläden runter, dass der Hintergrund ein bisschen dunkler wird und dann können wir loslegen. So, ich habe jetzt hier 3 Rollläden ein bisschen weiter runter gemacht, zur Hälfte ungefähr. Und das sollte reichen, damit wir einen schönen dunklen Hintergrund bekommen. Ich habe jetzt hier meine Kamera, im Rücken den Diffusor und somit ist eigentlich alles bereit für die Aufnahmen. Ich sehe, dass die Jacqueline die Kamera ein bisschen schief hebt. Ja. Das bedeutet, wenn das Bild nachher krumm ist, ist die schuld. Beschwert euch bitte bei ihr und nicht bei mir. Von den Einstellungen her seht ihr schon, ich habe jetzt einfach mal Pi mal Daumen ausgewählt. Und zwar habe ich immer die Serienbildfunktion aktiv. ISO 200, Blende 1.6 und 1/250. Bei dem 35er Sigma Art. Ich filme euch jetzt mal hier direkt durch den Sucher. Ich habe das obere Fokusmessfeld aktiv. Und die Jacqueline schaut jetzt einfach mal freundlich zu mir. Sag, ich mache ein Bild. Noch ein Bild. Noch ein Bild. Und jetzt gucken wir mal auf den Sucher, was da passiert. Ich meine das Display. Okay, sieht geil aus. Läuft. Und das war's auch schon. Ihr seht, ich habe jetzt genau 3 Bilder gemacht. Erstes Bild, zweites Bild, drittes Bild.
Und ich habe schon eigentlich ja, Bilddaten, die ich verwenden kann. Die Bilder sind cool. Ich mache jetzt noch ein, zwei und dann war's das. So, ich habe jetzt noch ein paar Bilder mit einem 50-1.4 von Sigma gemacht. Einfach um die euch auch mal noch zu zeigen. Und was ich gerade bei so Fenstern, Licht- und Fensterbildern noch sehr cool finde, ist, dass die große weiße Fläche, die reflektiert im Auge vom Model. Das bedeutet, ihr habt nachher in ihren Augen so kleine Glanzpunkte oder auch größere Glanzpunkte, die den Augen auch richtig Tiefe geben und das Ganze nochmal viel lebendiger machen. Das Ganze könnt ihr natürlich durch Dodge & Burn dann noch verstärken. Da könnt ihr euch gerne noch meine anderen Videos zu Dodge & Burn anschauen. Und an der Stelle will ich mich mal bedanken fürs Zuschauen. Ich freue mich an dem Interesse an meinen Videos. Und jetzt möchte ich die Möglichkeit nutzen, mich auch noch kurz zu entschuldigen. Und zwar für den Ton hier im Video. Ich hatte zwar ein Ansteckmikro, habe aber natürlich vergessen auf Rekord zu drücken. Das bedeutet, ich habe keinen Ton aufgenommen und habe den internen Ton der Kamera verwenden müssen. Deshalb sorry für den Ton, nächstes Mal wieder ein bisschen besser. Ich stelle euch jetzt direkt noch zwei fertige Bilder ins Video rein. Das erste Bild ist mit einem 35mm Objektiv gemacht. Und das zweite Bild aus der Aufnahme. Ich habe ja drei Bilder gemacht, das sind Nummer zwei davon. Und dann stelle ich euch noch ein Bild online mit dem 50mm Sigma Art Objektiv. Dann bedanke ich mich nochmal, wünsche euch noch einen coolen Abend. Bis denn, haut rein!